Es wird Zeit für einen aktualisierten Überblick zu Alpha E. Man kann nicht sagen, dass es hier im letzten Jahr gewaltige Neuigkeiten, geschweige denn nennenswerte Durchbrüche gegeben hat. Aber viele Zuschauer haben sich ein Update gewünscht und es scheint mir angebracht, den aktuellen Stand der Dinge zu beleuchten. Zunächst ein Blick zurück nach 2019. Im April warten der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhard Polz und der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Methke zu einem Pressetermin an der Autobahn 7. Nahe der Anschlussstelle Evendorf in ihrem Nachbarlandkreis Harburg wollten sie die Werbetrommel für eine autobahnparallele Neubaustrecke rühren. Die nach Abschluss des Dialogforums Schiene Nord im selbstzufriedenen Dornröschenschlaf versunkenen Bürgerinitiativen waren sofort hellwach und bliesen zum Gegenangriff. Der Vorstoß der beiden Lüneburger sei ein Schlag ins Gesicht der Alpha-Freunde. Polz und Methke sagten den Pressetermin im Feindesland ab. Die BIs starteten zur selben Zeit am selben Ort eine Protestaktion, zu der auch Politgrößen aus dem Kreis Harburg erschienen. Die Lokalzeitung Nordheide Wochenblatt berichtete ausführlich und ohne kritische Distanz zu den Neubaugegnern. Die zuständige Redakteurin bescheinigte Polz und Methke ein seltsames Demokratieverständnis. Schließlich sei Alpha E ein demokratisch zustande gekommener Konsens. Danach wurde es wieder still um Alpha und Co. Auch auf den Facebook-Seiten der verschiedenen BIs hat sich seitdem nichts mehr geregt. Deutlich gehaltvoller sind die Präsentationen der Deutschen Bahn, die in bisher 6 nicht öffentlichen Versammlungen der sogenannten Gläsernen Werkstatt unter anderem mit institutionellen Vertretern und dem Projektbeirat Alpha E diskutiert wurden. Sie legen detailliert die umfängliche Bewertung von Varianten eines dreigleisigen Ausbaus Lüneburg-Uelzen dar und können auf der Projektseite hamburg-bremen-hannover.de abgerufen werden. Betrachtet werden 3 auf dem Bundesverkehrswegeplan basierende Versionen unter betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Dreigleisigkeit Lüneburg-Uelzen bei unverändert 200 km pro Stunde, die Dreigleisigkeit mit Geschwindigkeitserhöhung auf Tempo 230 sowie eine zweigleisige Neubautrasse Radbruch-Uelzen, betitelt als Ortsumfahrungen, jeweils in Kombination mit einer Optimierung der bestehenden Dreigleisigkeit zwischen Asshausen und Lüneburg. Für die Ermittlung der Streckenleistungsfähigkeit wurde neben den variantenspezifischen Infrastrukturanpassungen das voraussichtliche Betriebsprogramm für die Horizonte 2030 und 2030 Plus zugrunde gelegt. Das Aufkommen im Personenverkehr entspricht für 2030 dem Status quo. Für 2030 Plus wurden zusätzliche Regionalzüge gemäß Anmeldung des Landes Niedersachsen aufgenommen. Eventuelle Mehrleistungen im Fernverkehr durch den Deutschlandtakt sind nicht berücksichtigt, da hierzu keine Angaben vorliegen. Während die Menge der Reisezüge als gesetzt galt, wurden die Güterzüge im Rahmen der Simulation in die verbleibenden Fahrplanlücken eingefügt und so ermittelt, wie viele von ihnen überhaupt auf die Strecke passen, zu Umwegen gezwungen werden oder gar nicht mehr gefahren werden können, wobei die Gesamtzahl der durchzuführenden Güterzüge auf Prognosen aus dem Bundesverkehrswegeplan fußt. Auf dieser Basis wurde die Nennleistung der einzelnen Streckenabschnitte berechnet, also die Zugzahl, bei der die betrieblich und wirtschaftlich optimale Qualität gewährleistet ist. Für Stelle Lüneburg wurden je nach Betrachtungshorizont Kapazitäten zwischen 457 und 494 Zügen pro Tag ermittelt, davon 228 bis 297 Güterzüge. Gemäß Bundesverkehrswegeplan sind auf Asshausen-Lüneburg jedoch 376, auf Lüneburg-Uelzen 362 Güterzüge zu bewältigen. In Summe mit dem Personenverkehr abschnittsweise weit über 500 Zugfahrten. Diese Mengen waren auch mit Umroutungen von Güterzügen über Rothenburg oder Wittenberge nicht fahrbar. In sämtlichen Varianten blieben bis zu 24 Güterzüge im übertragenen Sinn auf der Strecke. Weil für Asshausen-Radbruch unverändert eine Dreigleisigkeit vorgesehen ist, hilft auch die zweigleisige Ortsumfahrung Radbruch-Uelzen nur wenig, da die Kapazität dieser quasi Neubaustrecke nicht genutzt werden kann. Der Gutachter betonte, dass dreigleisige Strecken aufgrund der Abhängigkeiten beider Fahrtrichtungen nur in wenigen Fällen optimal nutzbar seien und alle Varianten keine kapazitiv zielführende und robuste Lösung darstellten. Die DB schreibt in ihrem Fazit:
Für den Raum nördlich Lüneburg ist eine über eine optimierte Dreigleisigkeit hinausgehende Lösung erforderlich und im Dialog mit der Region zu entwickeln. All das ändert aber nichts an einem entscheidenden Manko der drei Ausbauvarianten: der Nichtrealisierbarkeit von Fahrzeitkürzungen im Fernverkehr gemäß Deutschlandtakt. Selbst bei einer für Tempo 250 ausgelegten Ortsumfahrungsstrecke kann der ICE bloß 4 Minuten einsparen. Das wirkt sich denn auch negativ auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis aus. Varianten, die eine Chance auf Realisierung haben wollen, brauchen ein NKV von mindestens 1,0. Erreichen sie dieses Ziel nicht, sind sie zu optimieren. Bleibt das NKV dennoch unter der magischen Grenze, wandern sie vom vordringlichen Bedarf in die Kategorie kein Bedarf und sind praktisch tot. Machen wir es kurz: keine der betrachteten Varianten kommt auch nur in die Nähe der 1,0. Variante 1 liegt für den Horizont 2030 mit 0,47 am weitesten davon entfernt, Variante 3b für 2030 plus reicht mit 0,83 am dichtesten heran. Parallel zur Untersuchung der Deutschen Bahn gaben 5 Bürgerinitiativen ein Gutachten bei der Viereck Rösler GmbH in Auftrag, um die ausreichende Kapazität von Alpha E sowie ein notwendiges Fahrzeitkürzungspotenzial nachzuweisen. Die Ergebnisse wurden Ende Januar veröffentlicht und können unter anderem auf der Seite des Projektbeirats eingesehen werden. Für Lüneburg-Celle schlägt Viereck Rösler 2 Varianten vor. Zum einen Lüneburg-Bad Bevensen 3, Bevensen-Uelzen 4 und Uelzen-Celle weiterhin zweigleisig. Zum anderen Lüneburg-Uelzen unverändert 2, dafür Suderburg-Eschede 3 und Eschede-Celle viergleisig. Ferner empfiehlt die Studie eine durchgehende Viergleisigkeit Asshausen-Lüneburg und eine Geschwindigkeitserhöhung auf bis zu 250 km/h mit Beschränkungen auf 190, 200 respektive 230 in den Bahnhöfen Lüneburg, Uelzen und Celle. Und so sah übrigens eine 1990 bei der Bundesbahndirektion Hamburg erstellte Grobstudie zum viergleisigen Ausbau der Strecke Stelle-Uelzen einschließlich Umfahrung Lüneburg aus. 30 Jahre ist's her. Alpha E würde funktionieren, jubelten die Auftraggeber und verschwiegen oder übersahen die in der Studie genannten Voraussetzungen. In der Variante Lüneburg-Uelzen zweigleisig müssen gemäß angenommenem Betriebsprogramm 14 Zugfahrten pro Stunde und Gleis abgewickelt werden. Das dürfte sogar klappen, wenn es gelingt, 50 Jahre lang Tür- und Weichenstörungen, Lokschäden, Stellwerksausfälle, Instandhaltungsarbeiten, Kinder am Gleis und Böen ab Windstärke 7 zu vermeiden. Die Erfahrung lehrt, dass sowas höchstens 30 Minuten lang funktioniert. Ferner müssen alle Güterzüge zwischen Stelle und Celle 120 km/h laufen. Diejenigen mit geringerer Höchstgeschwindigkeit sind über Rothenburg oder Wittenberge zu leiten. Ebenso müsse das Durchschnittstempo der Regionalexpresse von heute 76 auf 107 km/h gesteigert werden, was nur mit spurtstarken Triebzügen und maximal 24 Sekunden Haltezeit möglich ist. Daneben werden die prognostizierten Güterzugzahlen angezweifelt, denn wenn der SGV langsamer wachse als angenommen, könne auf zusätzliche Gleise zwischen Lüneburg und Celle vorerst verzichtet und diesbezügliche Entscheidungen vertagt werden. Das ist weltfremd. Oder, um das Stichwort nochmal aufzugreifen, ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die heute in irgendeiner Form mit dieser Strecke zu tun haben. Reisende, Logistiker, Eisenbahner, Anwohner und was weiß ich mehr noch. Denn schon jetzt regieren rund um Wienenbüttel und Bad Bevensen Tag für Tag das Chaos. Und das auch ohne verdoppelte Güterzugzahlen. Wer sich in der Materie auskennt, entdeckt in dem Viereck-Rösler-Gutachten weitere Merkwürdigkeiten. So sei die moderate Anpassung des bereits vorhandenen dritten Gleises von Harburg nach Stelle erforderlich, das bislang nur für langsame Züge genutzt werde. Gemeint ist vermutlich die östliche Umfahrung des Rangierbahnhofs Maschen, die jedoch dem Güterverkehr dient und dafür sogar jüngst zweigleisig ausgebaut wurde. Bei Betrachtung der Alternativstrecke über Rothenburg-Verden-Nienburg fordert Viereck Rösler jede Menge Überwerfungsbauwerke zur höhenfreien Ein- und Ausfädelung, weil der Deutschlandtakt
ein fragiles Gebilde sei, das Verspätungen kaum toleriere. Wie man unter diesen Umständen ernsthaft behaupten kann, das anspruchsvolle Betriebsprogramm sei bei einer Zweigleisigkeit Lüneburg-Uelzen stabil fahrbar, erscheint schleierhaft. Und inwiefern die empfohlenen Geschwindigkeitserhöhungen in Lüneburg, Uelzen und Celle tatsächlich so problemlos und ohne bauliche Eingriffe im Umfeld möglich sind, wird ebenfalls kritisch zu hinterfragen sein. Ein vergleichbares Vier-Größler-Gutachten zum Brenner Nordzulauf wurde jedenfalls von der DB in der Luft zerrissen und es täte mich nicht wundern, wenn der Alpha-Studie ein ähnliches Schicksal zuteil würde. Ein Schmankerl noch zum Schluss. Weil sich beim Alpha E keine schnell umsetzbare Lösung abzeichnet, wurden in der gläsernen Werkstatt Ende Januar kurzfristig umsetzbare Verbesserungen wie zusätzliche Weichen angeregt. Peter Dörsam vom Projektbeirat wird im Hamburger Abendblatt zitiert. Experten schütteln den Kopf darüber, dass es keine Verbindungen zum dritten Gleis der Strecke gibt. Damit meint der gute Mann die sehr spärlich, nämlich nur in Winsen, vorhandenen Überleitmöglichkeiten zwischen der Fernbahn und dem Regionalgleis und hat damit zweifelsohne Recht. Noch viel heftiger schütteln Experten allerdings den Kopf über Herrn Dörsam und seinen Projektbeirat, die seit nunmehr 4 Jahren ein totes Pferd namens Alpha E reiten. Tut mir leid, aber das musste jetzt nochmal raus. Und das ist der Stand der Dinge im Februar 2020. Obwohl durchaus einige Neuigkeiten zu vermelden sind, bleibt festzuhalten, dass im Dreieck Hamburg-Bremen-Hannover auch im Jahr 5 nach dem Dialogforum Stillstand herrscht. Für mich ist das schön, weil mir der Stoff für neue Filme somit wohl niemals ausgeht. Für normale Menschen hingegen, die schnell und zuverlässig von A nach B kommen wollen, es ist ein Grund, auch zukünftig auf das Automobil zu setzen.